Versuch's nochmal, ja? Wieso kommen Sie denn erst jetzt? Ihre Tochter hat schwere Erfrierungen an den Händen. Ich muss das mit dem Herrn Doktor besprechen. Was ist denn? Es gibt keinen Versicherungsausweis. Können Sie mir mal sagen, wen wir eigentlich behandeln? Ich bin von der Kreisleitung. Und die Genossin da ist eben erst mit ihrem Kind in der DDR angekommen. Aha. Und was schreibe ich jetzt? Sie schreiben gar nichts. In ein paar Tagen ist der Versicherungsausweis da und dann können Sie alles eintragen. Das Beste, was es gibt. Penicillin. Sie muss es ganz austreten. Wenn Ihre Tochter die kommende Nacht überlebt, gerettet. Es ist alles geklärt. Wenn dich jemand fragt, wo er herkommt, das geht keinem was an. Unser Gäste aus Moskau. Willkommen in Fürstenberg. Wir haben eure künftigen Arbeitsstellen entsprechend eurer Berufe vor eurer Emigration in die Sowjetunion ausgesucht. Eure neue Direktorin. Verrate uns, wo du herkommst. Aus der Sowjetunion. Also wenn das kein Grund zum Anstoßen ist. Herzlichen Glückwunsch zu einem der ersten Fernsehgeräte der DDR. Was ist ein Fernsehgerät? Naja, die Zukunft. Zum Abschluss unterschreibt bitte hier. Hiermit verpflichte ich mich, weder mündlich noch schriftlich über meinen Aufenthalt in der Sowjetunion Auskunft zu geben. Ich war 10 Jahre in einem sowjetischen Lager. Das hier, das ist ein Lager. Er heißt Buchenwald. Jetzt sagen Sie mir doch mal einfach, wer hinter diesen Lügen und Verleumdungen steckt, die Sie hier verbreiten. Kein Brief, nicht eine Zeile in all den Jahren. Du hast gesagt, es wird eine Zeit kommen, in der wir über alles sprechen können. Aber nicht jetzt. Wann, wenn nicht jetzt? Vor ein paar Jahren war noch Krieg. Und wie weit wir jetzt schon gekommen sind. Wir können die Toten nicht wieder lebendig machen. Aber wir können die Welt besser machen, als sie ist. Sag mir die Wahrheit. Das ist nicht mein Land, Antonia. Ich gehe nicht fort. Warum? Weil sonst